liebe YouTube-Community und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Ja, ich glaube ehrlich gesagt selber kaum, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass dieses Video hier das absolut erste Gewinnspiel auf meinem YouTube-Channel ist. Wie kann das sein? Wir sind fast 47.000 Leute hier auf meinem Channel und ich mache YouTube seit 2 oder sogar seit 3 Jahren, ich bin nicht mehr ganz sicher, und ich habe tatsächlich noch nie ein Gewinnspiel gemacht. Das heißt also, es wird höchste Zeit für euch, etwas Cooles zum Gewinnen, nicht nur immer auf Instagram, sondern auch hier auf YouTube zu machen. Erst recht jetzt, wo ja die Black Friday Week bevorsteht. Ja, jetzt in diesem Video hier könnt ihr mit mir 2 tolle Dinge gewinnen. Zum einen einen 50 Euro Klamottengutschein und einen 50 Euro Supplement-Gutschein. Wie ihr gewinnen könnt, das erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Jetzt zeige ich erstmal die tollen Sachen, die es zu gewinnen gibt. So, meine Lieben, und zwar, womit soll ich starten? Ich glaube, wir beginnen gleich mal mit den Klamotten. Und zwar habe ich das Paket voller Freude aufgerissen, gleich alles anprobiert und ich werde euch jetzt hier Bilder einblenden, wo ich die Sachen schon trage. Zum einen habe ich mir hier die Seamless Legging geholt. Die, ja, ihr wisst, Seamless Leggings habe ich schon immer geliebt. Die habe ich jetzt hier in Marineblau. Ja, und dieses Marineblau passt super zu den weiteren schönen Farben, die ich hier in den Händen halte. Zum Beispiel dieses, ja, dunkelviolette Longsleeve-Shirt. Das ist perfekt, um draußen zu trainieren. Ja, mittlerweile ist Luna auch schon erwacht. Hoi, guten Morgen. Das Longsleeve gibt es natürlich auch als Tanktop in der genau gleichen wunderschönen Farbe. Tolles Material, toller Schnitt. Des Weiteren, womit ihr mich auch schon oft gesehen habt, ist dieser Sport-BH hier in Lachsfarben. Jetzt hier habe ich den in der Farbe Pink Haze. Ihr seht, der hat hier hinten einen wirklich guten Halt. Nicht nur einfach so dünne Träger, sondern der stützt wirklich und ja, ist auch dazu da, wozu er da sein soll, nämlich um euch Halt zu geben beim Sport. Ja, des Weiteren habe ich mir auch einer meiner absoluten Lieblingspullis in rosa bestellt. Und es ist lustig, ich trage den sehr oft in hellblau und immer wenn ich den in hellblau in meiner Insta-Story trage, kommen wieder ganz viele Anfragen, was ist das für ein toller Pulli? Übrigens derselbe Schnitt wie auch unser schwarzer Team-Hoodie hier. Jetzt aber neu hier für mich. In diesem wunderschönen Rosa, der gefällt mir mega gut, ist mega kuschelig, perfekt jetzt für im Winter. Also ich finde diese Pullis mega schön und die gibt es übrigens auch noch in weiteren Farben. Genau, natürlich sind alle diese Klamotten unter diesem Video verlinkt, aber natürlich kann sie auch jemand von euch gewinnen. Dann was ich einer der fast schon tollsten Artikel finde, ist diese Bomberjacke hier, die Neo West. Auch hier blende ich euch natürlich ein Bild ein und ihr seht, die ist hier an den Schultern, ist die transparent. Und ansonsten ist die aber ein festes Material, aber das sieht unglaublich toll aus. Ich habe diese schon in Schwarz und jetzt auch noch hier neu in Cremefarben. Ja, das mal zu den Klamotten in den neuen Farben und wie gesagt, jemand von euch kann einen 50 Euro Gutschein gewinnen und sich von diesen Sachen etwas holen oder auch, wenn ihr persönlich lieber andere Farben möchtet, das könnt ihr natürlich, das seid ihr natürlich frei. Es gibt einen 50 Euro Gutschein, den könnt ihr einfach auf alle Klamotten einlösen. Dann gibt es aber nicht nur Klamotten zu gewinnen, sondern natürlich auch Supplements. Und zwar zeige ich euch, was ich persönlich für mich bestelle und was ich auch euch empfehle. Aber auch da seid ihr natürlich frei zu gewinnen. Gibt es einfach einen 50 Euro Gutschein für alle Supplements, die ihr wollt. Aber ja, ich gebe euch sehr gerne ein paar Tipps ab. Ihr seht, ich habe mir hier gleich einen guten Vorrat an diesen Skinny Flapjacks geholt. Die Skinny Flapjacks sind von der Active Women Linie, aber das heißt nicht, dass die nur für Frauen sind, also auch Typen finden die mega lecker. Die sind halt nur in der Women Linie, weil die haben pro Bar 10 Gramm Eiweiß und nur 2 Gramm Zucker und sehr, sehr wenig Kalorien. Also einfach ein wirklich perfekter Snack für zwischendurch. Ich empfehle euch den Geschmack Schokolade. Es gibt sie auch in Banane. Ich persönlich habe aber, ja, ich habe mir jetzt hier ein Sample bestellt, das ist eben das Tolle bei MyProtein. Ihr könnt euch jedes beliebte Produkt schon fast, oder ja fast jedes, als Sample bestellen für irgendwie 1-2 Euro und dann könnt ihr erstmal den Geschmack testen.
Und wenn ihr das nicht lecker findet, dann habt ihr euch nicht einfach eine ganze Box bestellt, die dann niemand isst. Also das finde ich super. Ich persönlich habe jetzt diese Bananenriegel bestellt und finde die vom Geschmack, ja, die sind gut, aber naja, nicht so meins, dieses Bananige. Ich bleibe auf jeden Fall bei Chocolate Flavor, also meine Empfehlung von mir an euch. Ja, denn was ich mir diesmal bestellt habe, das sind ganz neue Produkte. Und da freue ich mich mega drüber. Ich habe da ganz viel drüber gelesen. Und zwar ist das die neue... Hoi Luna! Die neue Vegan Range. Und ihr seht hier, vier neue Produkte habe ich mir jetzt hier geholt. Zum einen der Vegan Pre-Workout. Also wenn jemand von euch ja ein bisschen mehr als nur einen Motivationsboost braucht, bevor er zum Training geht, ein veganes Pre-Workout. Das ist aus Guarana, Koffein, Vitamin C. Also extrem toll, gibt euch einen richtigen Energiekick und bringt euch auf jeden Fall durch euer komplettes Training durch. Ein weiteres ganz tolles Produkt, welches MyProtein auf den Markt gebracht hat, ist das hier, Vitamin D3 in veganen Kapseln, weil häufig ist bei Supplements das Problem, dass die... dass die Kapselhülle nicht vegan ist und diese Produkte hier sind 100% vegan. Vitamin D3 ist ein sehr wichtiges Supplement jetzt im Winter. Ihr wisst Leute, ich esse so naturbelassen und so unverarbeitet wie möglich, aber es gibt es doch, dass unter gewissen Umständen oder zu gewissen Jahreszeiten, dass ich auf gewisse Supplements nicht verzichten will. Und zwar unter anderem auf Vitamin D3, weil hier in der Schweiz und ja in Deutschland, Österreich ist es ja sehr ähnlich, wenn nicht gleich. Ist einfach im Winter, ist es grau, es ist kalt, es schneit, wir haben fast keine Sonne. Und das heißt, uns fehlt Sonneneinstrahlung, welche uns glücklich macht, womit wir Vitamin D3 aufnehmen schlussendlich. Und im Winter ist es halt einfach extrem schwierig. Deswegen nennt man Vitamin D3 auch so das Winterdepressions-Supplement. Denn ja, das hilft euch auch für eure Blut-Kalzium-Werte, ist wichtig für gesunde Knochen, für gesunde Zähne und für gesunde Zähne und eben ein absoluter Stimmungs- und Immunsystem-Booster. Also Vitamin D3 kann ich euch jetzt in der Winterzeit wirklich nur empfehlen. Ein weiteres Supplement, worüber ich mich sehr freue und was ich auch euch ans Herz legen kann, ist veganes Omega. Wenn jemand von euch wirklich an Omega-3-Fettquellen kommen möchte, hey, ihr könnt genauso gut die veganen Omega-Quellen benutzen, weil die veganen Omega-Kapseln benutzen, weil das ist die eigentlich absolut natürlichste Form, wie ihr an Omega-3-Fettsäuren kommen könnt. Klar haben die Fischölkapseln viel Omega-3 drin. Und man denkt sich halt einfach, ja, Fische, die haben halt einen hohen Anteil an Omega-3. Aber wieso ist das so? Das ist nicht aus, ja, das ist nicht grundlos so. Wenn man dann nämlich mal ein bisschen outside the box denkt und das Ganze mal ein bisschen, ja, der Sache mal auf den Grund geht, dann wird einem schnell klar, wovon ernähren sich überhaupt die Fische. Die Fische ernähren sich von Algen und die Algen, das ist das, worin diese Omega-3-Fettsäuren drin sind. Und genau, somit, der Fisch isst die Algen, natürlich hat er dann auch Omega-3 in sich drin. Jetzt könnt ihr entweder den Fisch essen oder einfach direkt die Algen essen, direkt das pflanzliche Essen. Deswegen hier aus pflanzlichen, natürlichen Quellen vegane Omega-3-Kapseln. Ja, nicht nur, dass es einfach der natürlichste Weg ist, um Omega-3 aufzunehmen, man muss halt auch andere Sachen bedenken. Zum Beispiel die Überfischung von unseren Meeren ist ein sehr großes Problem für unser komplettes Ökosystem, für unsere Umwelt. Also wir tun ja damit nichts Gutes, wenn wir einfach genauso weitermachen, wie wir es jetzt schon tun und schrecklich einfach alles zum Meer ausfischen mit unseren Schleppnetzen, was nur geht, was wir nur bekommen können. Wir haben jetzt schon Ocean Dead Zones, nennt sich das, also tote Zonen im Meer. Und wenn man dann denkt, ja, Zuchtfische, da ist man dann besser dran, da nimmt man ja nicht aus der Natur, aus dem Meer raus, also Zuchtfische, wie diese Tiere gehalten werden, das ist absolut grauenvoll und zudem sind diese Zuchtbecken sowieso richtig eklig, wenn man bedenkt, die sind meistens voller Antibiotika und ja, daran ist einfach auch nichts Natürliches. Also ich persönlich möchte weder zu mehr herausfischen, noch irgendetwas aus einem Zuchtbecken zu mir nehmen und ja, darauf bin ich aber halt auch erst gekommen, nachdem ich mir eine ganze Menge Wissen angeeignet habe
Deswegen für mich absolut logisch, aus verschiedensten Gründen auf vegane Quellen zurückzugreifen. Ja, und dann das letzte neue Supplement für mich ist das hier, das Vitamin B12. B12, ein sehr spannendes Thema. Da meint man natürlich immer B12, das ist nur ein Problem von Veganern und Vegetarier. Und jeder, der Fleisch isst, der muss sich darüber gar keine Gedanken machen. Der kann eh keinen B12-Mangel haben. Also das Thema B12, das ist sehr groß. Wenn ich jetzt hier ins Detail gehe, dann haben wir hier ein stündiges Video. Deswegen für diejenigen, die es interessiert, ich verlinke unter diesem Video, wenn ich es beim Bearbeiten nicht vergesse, mein Video zum Thema B12. Da habe ich nämlich sehr ausführlich darüber geredet. Kurz gefasst, B12 ist ein generelles Problem, Leute. Also das kann ein generelles Problem sein. Ich habe noch nie ein Problem mit B12 gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich persönlich jetzt B12-Tabletten unbedingt brauche, weil meine Blutwerte wurden erst kürzlich noch gecheckt. Also vegane Ernährung heißt nicht, dass man einen B12-Mangel kriegt. Das ist absoluter Schwachsinn. Das ist immer so ein Argument der Milch- und Fleischindustrie, wo sie halt versuchen, die Leute zu verunsichern und ihnen einzureden, dass es gefährlich sei. Was ist überhaupt B12? Viele von euch meinen noch immer, dass B12 automatisch, sage ich jetzt mal, in tierischen Produkten wie Fleisch und Milchprodukten drin ist. Und dem ist nicht so. Tiere haben nicht automatisch B12 drin. Genau, so viel mal jetzt zu den neuen Produkten, die ich mir jetzt hier bestellt habe. Es gibt natürlich noch so viel mehr, was es alles bei MyProtein gibt. Das habt ihr hier unter diesem Video verlinkt. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr zum einen einen 50 Euro Klamottengutschein und einen 50 Euro Supplementgutschein gewinnen. Ja, und dafür müsst ihr Folgendes tun. Ihr müsst meinen YouTube-Channel abonnieren. Jetzt ist es vermutlich, zumindest wenn ihr auf dem Handy schaut, unter diesem Video, wo mein Name steht und mein kleines rundes Profilbild da, da steht eigentlich direkt abonnieren oder subscribe oder was auch immer. Also abonniert meinen Channel. Dann gebt diesem Video einen Daumen hoch, also liked dieses Video. Und dann das dritte und letzte, was ihr machen müsst, um teilzunehmen, ist meinem Instagram-Account zu folgen, wenn ihr das nicht schon tut. Also einfach direkt hier, ich blende euch meinen Channel ein, diesen hier mit eurem Smartphone suchen und auch folgen. Also ihr seht, diese drei Sachen, total easy. Das meiste davon tut ihr bestimmt schon, außer das Video geliked. Und genau, wenn ihr mögt, könnt ihr auch hier in den Kommentaren noch irgendwas dazu schreiben, dass ihr jetzt mitmacht oder was auch immer. Dann sehe ich es auf jeden Fall direkt, wer jetzt hier alles mitgemacht hat auf den ersten Blick. Dann kontrolliere ich, ob ihr die Steps alle gemacht habt. Und dann werde ich Ende dieser Woche, vermutlich am Black Friday selber, die zwei Gewinner bekannt geben. Ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Glück und ich hoffe, so ein Gewinnspiel, ja, ein bisschen ausführlicheres, erklärendes Gewinnspiel hier auf YouTube, dass euch das gefällt. Wenn ja, dann lasst mich auch wissen in den Kommentaren und ich hoffe, wir sehen uns weiterhin hier auf meinem YouTube-Channel und auf meinem Instagram-Channel und auf keine Ahnung wo sonst noch. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz tollen Tag und viel Glück beim Gewinnspiel.